Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und wir haben jetzt, wie gesagt, das ist gerade ein Zwiegespräch geworden, das ist jetzt alles ein bisschen anders als geplant. Mir geht es eigentlich darum, gleich einfach mal praktische Sachen zu zeigen. Also ich klicke da gleich durch Live-Sachen, einfach, dass man ein Gefühl bekommt für die Art von Mediendidaktik, die wir eigentlich realisieren wollen. Und da möchte ich einfach auch kurz mit einer Folie einsteigen. Ganz wenig Theorie. Uns ist es wichtig, mit digitalen Werkzeugen einen handlungsorientierten Umgang mit Bewegtbildern zu erreichen. Und dabei stehen die Punkte Individualisierung und Interaktivität im Vordergrund. Das heißt, wir möchten es ermöglichen, dass Schüler und Schülerinnen direkt am Medium Film arbeiten können. Und das ein bisschen so als Gegenentwurf zu dem Filmgespräch, das ja auch seinen Platz hat. Aber uns geht es darum, dass wirklich direkt mit dem Medium interagiert werden kann. Und dabei setzen wir ganz stark auf Eigenaktivität, indem wir den Schülern und Schülern Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Dann ist es uns ganz wichtig, dass Schüler und natürlich auch Lehrer individuelle Steuerungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten für das Filmmaterial bekommen. Das heißt, sie steuern ihre eigenen Player, mit denen sie die Filme anschauen und können auch eigene, also Sachen entnehmen und gegenüberstellen. Also wir möchten so eine komparatistische Herangehensweise ermöglichen. Und wir wollen auch insbesondere auf die Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen zugehen, indem wir erprobte Zugänge der Textarbeit, der Textinterpretation auf das Bild und das Bewegtbild übertragen, indem wir halt interaktive Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen wir, hier ist Bergalar nochmal zitiert, verschiedene Nutzungs- und Herangehensweise realisieren wollen, nämlich spielerisch bis begriffsorientiert, poetisch bis filmsprachlich. Ich kann wahrscheinlich nicht alle Aspekte heute zeigen, aber so einige werden, glaube ich, vielleicht dann klar werden. Ja, der zweite oder der dritte wichtige Punkt, wenn wir sozusagen mit Filmen arbeiten, ist Visualität. Film ist ein visuelles, ein audiovisuelles Medium und deswegen müssen wir da einfach einen Schwerpunkt setzen. Und die Lernumgebungen, die wir jetzt seit 15 Jahren für Filme entwickeln, die fordern und fördern halt visuelle Zugänge. Und dazu haben wir halt etliche Werkzeuge entwickelt, die visuell orientierte Arbeitsweisen zulassen. Das heißt zum Beispiel, die sind hier jetzt kurz skizziert, visuelles Zitieren, Ausschneiden aus einem Filmbild, Entnehmen von Figuren. Wir haben Marker entwickelt mit speziellen Visualisierungen oder auch Icons. Wir haben Werkzeuge entwickelt, mit denen man mit Farbe arbeiten kann und halt auch Formen analysieren kann. Dann ist es ganz wichtig, dass die Aufgaben so gestellt sind, dass sich die Analyseergebnisse oder die Ergebnisse einfach auch visuell bildlich darstellen lassen. Sonst bringt das natürlich dann alles gar nichts. Und zum Beispiel mit annotierten Standbildern, Filmausschnitten oder selbstgeschnittenen Filmsequenzen. Und dann eine wichtige Grundlage ist halt, dass diese Aufgaben Lernszenarien darstellen, die ergebnisoffen strukturiert sind, damit man hinterher über die verschiedenen Ergebnisse überhaupt sprechen kann. Also das sind jetzt, was wir versucht haben, ist halt ein Gegenentwurf zu diesen Multiple-Choice-Verfahren, wo man sagt, das ist richtig, das ist falsch. Das bringt uns hier an der Stelle nichts, das bringt auch im Unterricht nichts, sondern hier geht es wirklich darum, unterschiedliche Ergebnisse vorzustellen, über die dann im Unterricht gesprochen werden kann. Ja, das Ganze, diese visuelle Herangehensweise wird jetzt auf unterschiedliche Art und Weise noch unterstützt. Ich will das ganz kurz hier ansprechen. Es gibt über den Verein Neue Wege des Lernens auch ein Plakat, das in verschiedenen Bundesländern zur Verfügung gestellt wird. Das beinhaltet sozusagen eine Übersicht über filmische Gestaltungsmittel, Filmsprache genannt. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil man das sozusagen zu den digitalen Aufgaben dazu nehmen kann. Dazu hinter diesen Icons gibt es in der App Filmsprache, die es auf Deutsch und Englisch gibt. Die ist auch kostenlos in allen Stores erhältlich, die entsprechenden Definitionen. Und das Plakat haben wir jetzt auch für verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Also wir haben angefangen mit dem deutschen Plakat, schon länger wird ein englischsprachiges Plakat vertrieben und seit dieser Woche haben wir auch eine französische Version.
Jetzt der niedersächsische Filmkanon wurde gerade genannt, ist im Prinzip so ein bisschen die technische Grundlage, auf der wir das realisiert haben, was ich jetzt gleich zeige, was sozusagen aus dem ursprünglichen Vortrag erhalten geblieben ist. Ganz kurz zum niedersächsischen Filmkanon. Da haben wir auch schon mehrere Inkarnationen gehabt. Wir hatten davor eine Version mit interaktiven PDF-Dateien. Das war eigentlich eine ziemlich tolle Sache. Sie kennen PDF-Dateien, die ganze Interaktion und die Filmausschnitte fanden in diesen Dateien statt. Die Lehrer und Lehrerinnen kamen damit sehr, sehr gut zurecht. Sie funktionierten offline, aber natürlich hatten wir die mobilen Geräte damit nicht an Bord und mussten sozusagen auch nochmal das Ganze technisch neu aufbereiten. Jetzt gibt es zurzeit 110 interaktive Lerneinheiten zu 18 Spielfilmen und die Filme sind halt über Merlin verfügbar, über diesen Medienserver. Und das sind Webseiten mit Hintergrundtexten, Visualisierungen, verlinkten Glossar, Filmausschnitten, interaktiven Aufgaben und Werkzeugen. Sie laufen auf allen Geräten in einem Browser und ein erweitertes Speichern ist mit Serverunterstützung möglich. Und die Ergebnisse lassen sich ganz einfach lokal oder auf Plattformen speichern oder auch ganz simpel teilen, indem einfach ein Link geteilt wird und man das anderen zuschickt. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, sind im Prinzip Abwandlungen dieses Konzepts des Filmkanons, speziell für das Fach Geschichte. Das sind interaktive historisch-politische Filmbildungspakete. Und da sind bisher drei Sorten von Filmen behandelt worden. Zum einen ein Spielfilm, Luther von Till, 2003. Dann ein Dokumentarfilm und Filmdokumente aus der Nachkriegszeit. Ich möchte jetzt eben ganz kurz in zwei der Produkte reinspringen. Das wäre einmal Luther und das wäre einmal der Dokumentarfilm Der Widerstand der Cato, Bontjes von Beck. Genau, das ist jetzt sozusagen, das können Sie sich hinterher merken oder einscannen, dann können Sie mit diesen Paketen weiterarbeiten. Die stehen halt frei im Netz. Also Luther nicht, aber dieses Cato-Paket. So, jetzt springe ich in den Browser und das ist die Startseite von Luther. Hier gibt es halt eine Einleitung und die ganzen Arbeitsmaterialien, die interaktiven Arbeitsmaterialien sind nach verschiedenen Realitäten sortiert. Das ist eine spezielle Perspektive des Geschichtsunterrichts auf Film. Wenn man wissen möchte, was das ist, dann kann man das kurz anklicken und bekommt eine entsprechende Definition. Die Bezugsrealität bezieht sich halt auf die historische Situation, die dieser Film, in diesem Fall Luther, darstellt. Und wie das jetzt zum Beispiel jetzt stattfindet, möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen. Wir haben hier eine Webseite, die sozusagen von Historikern ausgearbeitet wurde, die wichtigen Themen, die zur Zeit Luthers eine Rolle spielten, hier zusammenfasst. Und wir haben hinterher eine Aufgabe, so eine Art Spinnennetzdiagramm. Entschuldigung, ja, okay, genau, da muss ich mal. Danke, das sieht man dann nicht so schnell. Moment. So, okay. Ich gehe nochmal zurück. Das ist die Startseite des Films Luther. Und das ist eben das Muster dieser vier Realitäten nach Korte, wie man Filme im Geschichtsunterricht behandeln sollte. Dass man auf die Bezugsrealität achtet, also sozusagen die historischen Ereignisse, auf die der Film Bezug nimmt, die Bedingungsrealität, nämlich die Situation, in der der Film entstanden ist, der Kontext, wer hat ihn produziert, was war sozusagen der Hintergrund, die Wirkungsrealität, wie wurde dieser Film aufgenommen und wie wird er noch aufgenommen, wie wird er rezeptiert und dann das hier auch umfassendste ist die Filmrealität. Sozusagen der Aufbau des Films, seine Spezifika und der Einsatz filmischer Gestaltungsmittel. Und um das mal zu zeigen, was man sich jetzt unter Bezugsrealität vorstellen kann, springe ich jetzt hier in diese Lerneinheit. Hier haben, wie gesagt, Historiker einen Überblick gegeben über die Ereignisse, die zur Zeit Luthers relevant waren. Und die Schüler und Schülerinnen haben die Möglichkeit, wenn sie die beiden Filme, die ihr bei Merlin zur Verfügung stehen, nämlich die Verfilmung von Till und eine ältere Verfilmung von Pichel, sich hier
anzuschauen, welche Schwerpunkte diese Filme setzen. Zum Beispiel bei Till spielen die Kreuzzüge keine große Rolle. Das ist jetzt konstruiert, was ich mache. Bei Pichel hingegen schon. Und so kann man ganz einfach visuell hier ein Muster erstellen, wie sozusagen diese beiden Filme ihre Schwerpunkte setzen und kann das Ganze so als Ergebnis auch dann speichern. Genau, jetzt springe ich eigentlich in die Filmrealität direkt. Und da ist eine wichtige Ausgangssituation die Beschäftigung mit den Figuren und der Figurenkonstellation. Hier steht nochmal so, was Figuren alles machen können letztlich. Wir haben hier eine kleine Übung vorgeschaltet, weil Schüler bei der Figurenfülle von Luther durchaus Schwierigkeiten haben, mehr als 3-4 Figuren im Kopf zu behalten. Das heißt, hier ist eine ganz, ganz klassische Zuordnungsübung. Ich mache mal ein paar Sachen falsch und richtig, bekomme ein entsprechendes Feedback. Das ist aber nur eine Vorübung. Hier geht es dann darum, sozusagen eine interaktive Figurenkonstellation zu erstellen. Das heißt, ich habe hier die verschiedenen Figuren. Ich kann die auch gewichten, je nachdem, welche Rolle sie haben, und kann untersuchen im Gespräch oder durch die Schüler in Gruppenarbeit einzeln, für was stehen die eigentlich? Stehen die für die Reformation? Stehen die für den Katholizismus? Arbeiten Figuren zusammen? Sehr stark oder weniger? Welche Beziehung herrscht zwischen diesen verschiedenen Figuren? Das kann man hier sehr schön visuell ausarbeiten. Der große Vorteil ist, dass die Figuren hier schon alle drin sind und die entsprechenden Kategorien hier über solche Spender zur Verfügung gestellt werden können. Das Ergebnis ist dann, wenn man das speichert, ein Bild, das man dann in andere Plattformen oder in Word oder wo auch immer einfügen kann. Hier gibt es noch eine weitere Folgeaufgabe, nämlich zu schauen, ob sozusagen auf Luther das Modell der Heldenreise, das Hollywood-Modell der Heldenreise angewendet werden kann. Und dazu gibt es einen vorbereiteten Hintergrund, wo man überlegen kann, ob die verschiedenen Figuren sozusagen sich hier wiederfinden in Luther. Haben wir sozusagen einen klassischen Blockbuster vor uns oder ist es doch ein Film, der möglicherweise anders funktioniert? Das können die Schüler und Schülerinnen hier erproben. Genau, dann untersuchen wir eine Szene sehr, sehr ausführlich. Ich reiße das jetzt wirklich nur kurz an. Das ist die Wildschweinjagd, die hat eine besondere Bedeutung. Ich habe noch 5 Minuten, sehe ich gerade. Ich gehe trotzdem mal kurz rein, damit ich so ein paar Arbeitsweisen deutlich machen kann. Man hört jetzt nichts, der Sound, doch, so ein bisschen was. Das ist die Szene, die schaut man sich erstmal an und dann hat man verschiedenste Möglichkeiten, diese Szene zu untersuchen. Zum einen filmsprachlich. Und da wird das entsprechende Wissen nochmal vermittelt, die Einstellungsgrößen werden vorgestellt. Hier finden wir wieder die Visualisierung, die wir auf diesen Plakaten vorhin hatten. Auch das Ganze ist verknüpft sozusagen mit entsprechenden Definitionen. Und das Ganze führt halt dann zu einer Aufgabe, wo es zunächst mal darum geht, diese Szene hier zu strukturieren. Und da sind vorbereitete Werkzeuge, das heißt, wir haben die Szene, die Schüler können das frei steuern, auch im Vollbildmodus. Und sie können auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, sie können jederzeit sozusagen Screenshots machen, die man hier unten frei anordnen kann, nach dem jeweiligen Untersuchungsaspekt. Und dann kann man sozusagen hier jetzt einstellen und die verschiedenen Abschnitte definieren. Wir sehen, das ist tatsächlich eine sehr interaktive Geschichte. Vorbereitete Werkzeuge und entsprechende Aufgabenstellungen, wo die Schüler bestimmte Aspekte direkt verarbeiten können. Hier geht es zum Beispiel darum, hier werden die Blickachsen untersucht, hier wird mit Blickachsen gespielt, es wird so eine metaphysische Verbindung zwischen Deutschland und Rom hergestellt über eine Blickachse. Dazu kann man hier nämlich gezielt bestimmte Bilder raussuchen. Ich habe die Szene jetzt, finde die jetzt nicht sofort, auf die es wirklich ankommt, gegenüberstellen und kann halt hier die entsprechenden Blickachsen einzeichnen. Und wenn man das macht, kommt man zu erstaunlichen Erkenntnissen.
Die Dynamik dieses Ausschnitts kann untersucht werden. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, mir bestimmte Filmbilder auszusuchen oder aber in diesem Fall auch mal einzublenden und zu schauen, was passiert hier eigentlich? Wie wird das filmisch umgesetzt? Wie wird hier mit Einstellungsgrößen, mit Tiefenschärfe, mit Kamerabewegungen hier gearbeitet, um das Ganze zu ermöglichen? Dazu kann man diese Sachen anklicken und entsprechend zuordnen. Hier geht es zum Beispiel um die Bewegungsrichtung, warum man diese Szene überhaupt versteht. Die Szene ist sehr schnell geschnitten, ist sehr dynamisch. Hier reiten zwei Gruppen aufeinander zu und das wird über Direktionalität gemacht. Hier werden Bewegungsrichtungen eingeführt und beibehalten. Und das lernen die Schüler hier, indem sie sich bestimmte Bilder aussuchen von einzelnen Figuren oder in diesem Fall auch dem Wildschwein und überlegen, in welche Richtung läuft das jeweils. Und das entsprechend einzeichnen. Dann werden Sie das Muster erkennen, was dahinter steht, warum Sie diese Szene eigentlich verstehen. Genau, also ich denke, das war jetzt ein Kurzdurchgang. Die 5 Minuten sind, glaube ich, um. Genau, okay. Genau.